Sachverhalt. Herr Kollege Kaczmarek, Ihre Frage beantworte ich wie folgt. In der Einleitung zur Kernenergievereinbarung heißt es, unbeschadet der nach wie vor unterschiedlichen Haltung zur Nutzung der Kernenergie respektieren die EVO die Entscheidung der Bundesregierung, die Stromerzeugung aus Kernenergie geordnet beenden zu wollen. Abgesehen davon steht eine öffentliche Äußerung, eine Vereinbarung ändern zu wollen, der Umsetzung einer gültigen Vereinbarung nicht entgegen. Haben Sie eine Nachfrage? Frau Staatssekretärin, vielen Dank. Der Kollege Becker hat ja gerade auch aus der Vereinbarung schon den Satz zitiert, dass sich beide Seiten dauerhaft dazu verpflichtet haben, diese Vereinbarung umzusetzen. Daher meine Frage, wie Sie bei zukünftigen Vereinbarungen, in welcher Form auch immer Sie die mit den betroffenen Unternehmen schließen wollen, dann sicherstellen wollen, dass dann tatsächlich dauerhaft diese Vereinbarung umgesetzt wird. Wie wollen Sie Sicherheit schaffen für eine gemeinsame Vereinbarung mit den Atomenergiekonzernen? Wir führen Gespräche, die dazu dienen, gesetzliche Grundlagen zu schaffen. Und das ist, glaube ich, der ganz normale Weg, dass die Fachkreise in einem Haus und einem Ministerium zusammentreffen mit Branchen und man über Weiterentwicklungen von gesetzlichen Grundlagen spricht. Oder aber das Parlament entscheidet sich, mit einer eigenen Initiative gesetzliche Grundlagen weiterzuentwickeln. Dies ist tagtägliche Praxis und wir haben vor, diese auch weiterzuführen. Eine weitere Nachfrage? Eine Bitte. Zweite kurze Nachfrage. In welcher Form beabsichtigt die Bundesregierung, das Parlament in diese Beratungen einzubeziehen? Ich vermute, Sie meinen das Energiekonzept? In die Diskussion, die Sie gerade führen über Atomenergie-Restlaufzeitenverlängerung und so weiter. Wir führen ja derzeit Diskussionen über ein Energiekonzept. Bedauerlicherweise interessiert sich die SPD scheinbar ausschließlich für die Kernenergie. Ich würde mich freuen, wenn Ihr Interesse genauso auf die erneuerbaren Energien stoßen würde. Wenn Sie alles so lassen würden, dann wäre es ja okay. Wir haben in der letzten Zeit über Szenarien diskutiert. Die Aufträge zur Berechnung der Szenarien sind jetzt sozusagen kurz vor Auslösung. Wenn die Berechnungen vorliegen, werden wir daraus ein Konzept erarbeiten. Wir wollen im späten Herbst soweit sein, dass ein Konzept umfänglich vorliegt zur Beschlussvorlage. Und die Zeit dazwischen wird dazu sein, mit den betroffenen Verbänden und selbstverständlich auch mit dem Parlament zu sprechen. Herr Dr. Mirsch, bitte. Frau Staatssekretärin, Sie werden in der nächsten Sitzungswoche Gelegenheit haben, auch in Fragen der Erneuerbaren unsere Position sehr deutlich zu spüren. Denn das, was dort vorgesehen ist, ist ja alles andere als zukunftsweisend. Aber ich frage Sie noch einmal nach Ihrer Auffassung, die Sie uns hier zu dem Atomkonsens gegeben haben. Ist es nach Ihrer Auffassung überhaupt möglich, dass eine Partei, eine Regierung oder das Parlament einen rechtsverbindlichen Atomausstieg beschließen kann? Die Rechtsverbindlichkeit entsteht dann, Herr Kollege, das haben wir jetzt, glaube ich, mehrfach erläutert, wenn sich eine gesetzliche Änderung ergibt. Und wir werden so arbeiten, dass wir Veränderungen oder Weiterentwicklungen im Energiesektor gesetzlich absichern. Die Instrumente kennen Sie und das werden wir weiter tun. Herr Becker, bitte. Frau Staatssekretärin, Sie haben eben auf die Frage vom Kollegen Kaczmarek bezüglich der Frage der Gespräche zur Verlängerung der Laufzeiten auf das Energiekonzept verwiesen. Es würde im Spätherbst im Rahmen dieses Konzeptes dann diese Frage beantwortet. Heißt das, dass es gegenwärtig zwischen der Bundesregierung und der Atomwirtschaft keine Gespräche über die Verlängerung der Laufzeiten, über mögliche Rahmenbedingungen etc. gibt? Es gibt momentan keine Gespräche, das ist richtig. Danke. Herr Kollege Kelber, bitte. Frau Staatssekretärin, ich hatte Sie vorhin informiert, dass die Bundesrepublik Deutschland verbindliche internationale Vereinbarungen zum Schutz von Investitionen eingegangen ist, die übrigens auch eine Grenze setzen für die Veränderung von Gesetzen zum Schutz eben dieser getätigten Investitionen. Haben Sie oder beabsichtigen Sie,
Rechtsgutachten in Auftrag zu geben, die klären, ob bei einer eventuellen Beendigung des Atomkonsenses und einer Verlängerung der Laufzeiten Nachteile entstehen für Energieerzeuger, die keine Atomanlagen betreiben, aber bereits Investitionen getätigt haben, und ob diese eine Möglichkeit der Klage und des Schadensersatzes gegen die Bundesrepublik Deutschland haben. Und können Sie mir verbindlich zusichern, für den Fall, dass ein solches internes oder externes Rechtsgutachten bereits existiert, in Auftrag gegeben wurde oder in Auftrag gegeben werden soll, dass dieses dem Deutschen Bundestag zur Überprüfung der Position der Bundesregierung vorgelegt wird? Wenn wir in der Gesetzgebung sind, Herr Kollege Kelber, werden wir alle anstehenden Fragen und Interessen in dem Prozess berücksichtigen. Herr Kollege Dr. Ott. Vielen Dank, Frau Präsidentin, Frau Staatssekretärin. Ich bin den Kolleginnen und Kollegen von der SPD ja wirklich sehr dankbar, dass Sie dieses Thema hier in dieser Breite in das Plenum bringen. Denn der ganze Komplex über den Atomausstieg, der einmal von Rot-Grün verhandelt worden ist und vereinbart worden ist, so in der Art und Weise, wie Sie den jetzt behandeln, scheint mir das ja ein Super-GAU zu sein für umweltpolitische Handlungsfreiheit insgesamt. Denn, und das möchte ich Sie doch einmal fragen, hier ist doch ein Weg gewählt worden, im Einvernehmen mit der beteiligten Industrie eine Vereinbarung zu schließen. Beide Seiten haben gegeben, haben genommen. Nun ist es so, dass sozusagen der Staat sehr viel gegeben hat, zum Beispiel mit Möglichkeiten der Rückstellung, mit einer Art Bestandsgarantie sogar, wenn man das so formulieren will, für die Atomkraftwerke. Das aber nun, wo es eigentlich darum ginge, die eigenen Verpflichtungen zu erfüllen, die Industrie sich zurückzieht durch verschiedene Tricks und nun auch das Ministerium, also die Bundesregierung, sich aus diesem von der Vorgängerregierung geschlossenen Vereinbarung zurückzieht. Ich frage Sie deshalb, wie wollen Sie denn überhaupt sicherstellen oder wie stellen Sie sich eine Vereinbarung vor? Der Kollege Kaczmarek hat es mit seiner Frage ja angedeutet. Wenn man gesetzliche Maßnahmen vermeiden will, welche Handlungsmöglichkeiten hat die Bundesregierung denn da noch, eine solche Vereinbarung zu treffen? Muss sie dann nicht ganz rigoros gesetzliche Maßnahmen treffen, ohne auf die betroffene Industrie wirklich in einer Vereinbarung einzugehen? Ich kann jetzt zwar Ihre Frage, Herr Kollege, nicht erkennen, aber Sie haben mir ein Statement gegeben. Ich sage Ihnen ganz klar, dass wir selbstverständlich auf gesetzliche Grundlagen setzen, weil für uns Gesetzgebungscharakter derjenige ist, der Rechtsverbindlichkeit und klare Richtlinien, klare Rahmen schafft. Ich bin davon überzeugt, dass klare Gesetzgebung am ehesten zu Rechtsfrieden und Investitionssicherheit führt. Ich rufe nun auf die Frage Nummer 32.